Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep File Mix. Wir sind hier mit Ventus gerade in einer Partie auf dem Zeichentrick-Kommandobrett und ja, momentan sogar hier am Zug, deswegen ja, würfel ich einfach mal. Und wir würfeln eine 1. Na gut, dann kann ich ja das hier nochmal auch mal wieder ein bisschen aufstufen. Bringt mir jetzt erstmal noch ein bisschen Punkte ein, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis ich ja jetzt endlich hier wieder auf dem Stadtfeld ankomme. Okay, Captain Gerechtigkeit schnappt sich erst einmal das Feld. Okay, dann Königin Mini holt sich erstmal hier Punkte. Damit sie ja hier schon gleich mal ihren Sieg sicher hat. Oh Mann, das ist so unfair. Na gut, immerhin kriegen wir jetzt erstmal hier wieder ordentlich Punkte zusammen. Aber verlieren auch wieder ein paar. Leider. Na gut, Kommandofelder abkaufen. Kommst du auf einem Feld zum Stehen, auf das dein Gegner ein Kommando abgelegt hat, kannst du ihm das Feld abkaufen, indem du Punkte an deinen Gegner zahlst. Kaufst dein Feld ab, erhältst du darauf das angelegte Kommando. Was könnte ich kaufen? Feuerer, will ich nicht. Okay, eine 2. Danke für die Punkte. Ah, es wäre mal nicht verkehrt, wenn ich Königin Mini ein wenig festsetzen könnte. Aber so wird das natürlich nichts. Na schön. Was könnte ich jetzt eigentlich am nahegelegensten machen? Also ich könnte versuchen, jetzt nochmal ordentlich Punkte zu kriegen. Na gut, ich denke mal, ich könnte mal dafür... Ich werde jetzt mal hier total auf Risiko spielen. Einen 3-Würfelzug machen und mal sehen, ob ich es dann schaffe, eigentlich ja mit diesem Wurf jetzt doch nochmal nach Hause zu kommen. Also wenn ich jetzt hier mit dem, was ich würfel... so viele Punkte schaffe, dass ich ja jetzt hier ohne weiteres... So, erstmal hier Punkte und... naja, fast geschafft. Aber immerhin, wir haben das Punkteziel geschafft. Und wir können ja nochmal hier was aufsteigern. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass Königin Mini jetzt nicht noch irgendwas würfelt, das jetzt so gewaltig ist, dass sie jetzt hier mit einem Zug nach Hause kommt. Aber so wie ich das sehe, sollte das eigentlich nicht passieren, selbst wenn sie eine 6 würfelt. Außer jetzt natürlich, sie hat einen Joker, aber ich habe jetzt jedenfalls keinen bei ihr gesehen. Sie würfelt eine 4. Und gibt Punkte an mich ab. Nett. Gut, dann sind wir jetzt dran und wir haben den Sieg tatsächlich sicher. Ist jetzt egal, was ich würfel. Sobald ich ja über das Feld komme, ist ja natürlich das Spiel vorbei. Yeah! Na also. Kriegen wir erstmal zwei neue Kommandos dazu und wir können ja einiges erstmal leveln. Feuersturz wird aufgelevelt. Das wird aufgelevelt, das wird aufgelevelt, das auch und das sowieso. Yeah. Cool. Na also, dann sind wir hier auch schon mal fertig mit dem Kommandobrettern. Also ich müsste jetzt eigentlich nur noch ein einziges jetzt hier machen, aber das wird ja erst gezeigt, sobald ich jetzt die nächsten, die ich freigeschalten habe, offscreen gemacht habe. Denn dann wird ja nämlich ja automatisch auch gleich das letzte hier gemacht und ja, das kann ich dann ebenfalls zeigen. Okay, dann können wir ja hier weitermachen. Obwohl, warte mal, mir fällt da ja gerade ein, ich habe ja noch so einiges an Stickern, die ich ja noch gerne einsammeln könnte. Also zumindest in vorangegangenen Welten, die müsste ich ja jetzt eigentlich kriegen können. Erst einmal stelle ich mal die beiden hier auf. Ja, das sieht schon mal gut aus. Habe ich noch einen Sticker? Genau, hier, Chip. Oder, ja, das ist Chip. Erkenne ich ja an der Nase. Chip hat ja die schwarze Nase, Chip die rote. Okay, Disney-Stadt haben wir alle Sticker. Gut, dann könnte ich ja nochmal in Radiant Garden versuchen, mir die Sticker zu holen und auch in den anderen beiden Welten. Gut, dann klappern wir einfach mal alles mal von vorne herum ab. Und irgendwann später werde ich sogar mich nochmal darum kümmern, die Eiscreme-Zutaten zu sammeln. Aber als allererstes einmal das hier.
Obwohl, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo könnten da eigentlich die Fortunas jetzt auftauchen? Gut möglich, dass die irgendwo in der Mine zu finden sind, deswegen schaue ich mich einfach mal dort um. Obwohl, es geht ja jetzt eh gerade nicht. Ich habe jetzt keinen Magnetzauber dabei, oder? Okay, Feuersturz ist erstmal fertig. Eisrad fertig. Können wir also beide mal ablegen. Dann lege ich zuallererst einmal Luftstaccato an und... Auszeit? Muss nicht unbedingt sein. Nein. Ich brauche keine Auszeit. Okay, hier habe ich ja noch Eisgar. Und den Blitzzauber, den nehme ich auch erstmal eine Weile mit. Okay, was habe ich hier eigentlich noch drin? Eine Manöverformel. Ach so. Ah, schön. Was haben wir hier noch? Ah ja, Geschichte. Spielstatistik. Ja, mir fällt eigentlich ja gerade mal so spontan auf, ich hatte ja bisher noch keine weiteren Xehanort-Berichte eingesammelt, oder? Ich habe bisher eigentlich ja nur den Brief von Xehanort hier. Dabei sollte ich doch eigentlich wesentlich mehr bekommen können. Na, wahrscheinlich kommt die aber erst später noch irgendwie dazu. Weil, soweit ich ja weiß, also bei Ventus war das zumindest nicht so, dass ich ja dafür in der Mirage-Arena kämpfen muss, um wenigstens einen davon zu kriegen. Na gut, wo geht's hier lang? In die Mine. Alles klar, dann schaue ich mich mal hier um. Ich bin jetzt zwar nicht genau sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass irgendwo zumindest bei Ventus hier... ...tatsächlich die... Unversierten auftauchen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall diese Unversierten, glaube ich, habe ich vorher noch gar nicht gesehen, oder? Naja, könnte natürlich auch sein, dass ich mir jetzt hier gerade voll irre. Aua! Oder auch nicht. Ich glaube, hier bin ich tatsächlich richtig. Naja, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, hier kommen keine. Außer jetzt natürlich vielleicht hier oben noch. Ich muss jetzt eigentlich überall nachschauen, aber so wie es aussieht, ist hier gar nichts. Nee, dann vergessen wir das einfach mal. Ich hole jetzt die Eiscreme-Zutaten nur. Nee, nicht die Eiscreme-Zutaten. Ich komme schon wieder durcheinander. Ich wollte den Sticker haben. Aber dafür muss ich ja bei der Zwergendichtung hier jetzt landen. Also... Einfach mal kurz auf die Weltenkarte, dann spare ich mir wenigstens ein bisschen den Weg. Und dann landen wir einfach mal dort. Sollte ja eigentlich ja kein Problem sein, an diesen Sticker ranzukommen, denn dafür hat mir ja nur Sportsfreund gefehlt. Ja, da oben ist es ja schon. Und zack, Eiscreme-Sticker. Yay. Gut, dann sind wir ja hier schon mal fertig und können ja gleich sofort in die nächste Welt rein. Wo war das jetzt? Ich glaube, das war jetzt das Verwunschene Reich, kann das sein? Ich habe das jetzt echt irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Einfach mal gucken. Stickersammlung. Stickersammlung. Ja, Verwunschenes Reich und danach anschließend Radiant Garden. Okay, bei Radiant Garden sollte ich ja jetzt eigentlich auch hinkommen. Denn dafür brauche ich ja eigentlich ja Luftstaccato. Okay, jetzt bin ich aber nicht ganz sicher, wo jetzt eigentlich überhaupt der Sticker jetzt hing. Muss ich mal genauer hinschauen. Also hier jedenfalls nicht. Und in der Dachkammer hier oben vielleicht?
Nein. Dann wird er wahrscheinlich ja irgendwo bestimmt im Schloss von Malefiz sein. Gut, dann machen wir mal einfach mal ein bisschen Tempo. Könnte natürlich sein, dass er auch irgendwo hier hängt. Ja, Tatsache, da ist er. Cool, da komme ich ja ohne Probleme hin mit dem Gleiter. Und da haben wir ihn auch schon, den Tricksticker. Na bitte, das läuft ja schon mal ganz gut für mich. Dann, ja, nur noch schnell nach Radiant Garden und schon sind wir hier auch fertig. Geht ja richtig schnell hier. Na, Mann. Okay, dann eben nicht. Mann. Wenn die jetzt hier schon anfangen, mich zu trollen, dann habe ich keine Lust darauf, mit denen zu kämpfen. Oh, cool. Wirre Stunden. Okay, ich treffe hier jetzt gerade gar nichts, aus welchem Grund auch immer. Oh, jetzt. Au. Okay, fertig. Das sollte ja erstmal genügen. Und dann können wir ja endlich auch hier raus. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt auch wirklich klappt, dass das, was ich jetzt hier eigentlich hier ausdenke, auch wirklich funktioniert. Denn ich fürchte ja, ich muss ja ein bisschen genauer hier sein, wenn ich das jetzt versuchen will. Okay, hier ist das Schlosstor, da wollen wir hin. Dann taucht ja der Sticker hier auch sicherlich ja gleich auf. So, da oben ist er ja. Und ihr macht mal einen Abgang. Ihr stört gerade ein bisschen. Vier Stunden ist nicht schlecht. Oh. Ah, Mann. Hört doch mal auf. Okay, aber ich denke mal, ich werde mal den anderen Finisher reinsetzen. Wo bin ich jetzt hier? Abschlusskommandos. Wirre Stunden. Drücke rechtzeitig X, um das Schlüsselschwert mehrmals auf die Gegner zu werfen. Ein Teil wird gestoppt oder verlangsamt. Cool. Ja, aber ich versuche erstmal hier weiter. Also das hier wird ja gleich als nächstes Jahr hier aufgestuft. Und das hier, was war das hier eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Na, ist auch egal. So reicht das ja erstmal. Und was haben wir hier eigentlich noch? Ah ja, genau. Sticker und Unversierte. Irgendwelche neuen Sorten hatten wir ja, glaube ich, hier gerade. Okay, dann brauchen wir jetzt gleich das hier. Aber vorher muss ich ja natürlich wieder mal Gegner aus dem Weg räumen, sonst wird das natürlich nichts. Na, 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 na. Wer wird denn hier gleich? Ah, voll daneben. Hä? Ah, da. Okay, ich hoffe, das genügt jetzt auch. So, am besten, ich versuche mich mal möglichst hier... Was? Ich komme auch so ran? Hä? Was ist hier los? Wieso... Als ich vorhin das doch versucht habe, da kam ich doch gar nicht daran, aber jetzt auf einmal? Hä? Ich verstehe jetzt gar nichts. Oder hatte ich da das Kommando damals nicht angelegt? Ich habe jetzt keinen Plan. Na egal, legen wir jetzt einfach die Sticker dorthin, wo sie hingehören. Erstmal, wir lernen hier Kollisionsmagnet und Feuerwehr kann ich auch nochmal hier abstellen.
mach das mal so. Mal versuchen, die Sticker ein bisschen hervorzuheben. Was? Blöd, ich komme jetzt irgendwie gar nicht so richtig an den Feuerwerkssticker ran. Okay, das ist jetzt blöd. Na gut, dann machen wir das eben so. So geht's auch. Na gut, habe ich hier sonst noch einen Sticker? Ne, eigentlich ja noch den mit der Eiscreme. Und dann mache ich das ja einfach mal so. Da kann Ventus ja erstmal hier so einen riesigen Eiscremeturm bauen. Jo, genau. Okay, was haben wir eigentlich überhaupt noch hier für Sachen, die ich jetzt gewinnen kann? Erlösung und Rhythmenmeister. Okay, bei 110 Punkten kriege ich das nächste. Und dann ist ja noch dieser Unversiegte hier reingekommen. Der Einradler ist ständig auf Achse und kräftig mit seinen spitzhackartigen Händen an. Aha. Aus der Ferne ist er nur schwer zu fokussieren. Greif ihn an, wenn du ihn dich näherst. Okay. Und wir haben ja neue Kommandodecks. Können wir auch mal gucken, was wir hier so haben. Irgendwas ist doch neu. Genau das hier. Kollisionsmagnet. Lasse mit Magnetkraft einen Gegner schweben und ziehe ihn heran, um ihn auf andere Gegner zu werfen. So anzugreifen. Aha. Cool. Na gut, wenn hier irgendwas anderes jetzt schon mal entwickelt ist, kann ich es ja irgendwann mal reinpacken. Irgendwie habe ich es mit diesen kleinen Dingern irgendwie nicht richtig. Also ständig treffe ich da leider nie. Okay, das war's jetzt aber. Gut, wir sind hier fertig. Dann können wir jetzt endlich in die nächste Welt reisen. Naja, würde ich zumindest, aber ich glaube kaum, dass ich in 3 Minuten jetzt eigentlich noch richtig was schaffe. Na gut, aber zumindest gehen wir erstmal auf die Weltenkarte. Und ich kann ja erstmal nochmal gucken, ob ich jetzt wirklich eigentlich alles Nötige fertig habe. Oh ja, Blitz und Vitra sind fertig. Okay, da kann ich ja erstmal ein anderes Vitra reinlegen. Ich hatte ja zum Glück noch eines. Genau das hier. Und dann, was haben wir hier noch? Kollisionsmagnet, genau, das wollte ich ja jetzt auch gleich mal anlegen, um mal zu schauen, was es so kann. Okay, sonst haben wir weiter nichts. Okay, Kommandofusion. Können wir mal schauen. Wir haben hier Feuersturmlauf, könnte ich mit Entflammen machen, um Feuersturz zu erschaffen. Feuersturz kann mit Aero gemacht werden. Frag mich, was das wohl geben wird, aber Feuersturz brauche ich trotzdem noch. Okay, hier kann ich Glücksklingen machen, Feuerschlag oder Gift blocken. Alles Chlor. Feurer mit Giftklinge. Mehr geht da also nicht. Eis. Mit Eisra oder Aero. Aha. Okay, und Blitzzauber kann ich auch mit Aero-Zauber oder das so machen. Alles Chlor. Was kann ich mit Vitra verschmelzen? Nur die Glücksklinge. Ah, blöd. Ja gut, dann machen wir das eben nachher anders. Antigravra. Naja gut, ich glaube, da werde ich tatsächlich lieber mal ein bisschen offscreen rum experimentieren. Was ich vielleicht sogar auch noch versuchen könnte. Also ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich mal endlich mal probieren, jetzt hier ein paar Zykluskristalle zu farmen. Das werde ich jetzt hier gleich mal in Radiant Garden schnell machen. Und dann, Freunde, sehen wir uns genau an dieser Stelle hier auf der Weltenkarte im nächsten Part wieder. Also wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!